Okay. Bei mir ist angekommen. Mein Kontrollbildschirm noch nicht. Der Delay ist wirklich lange. Heute, wir spielen auf Deutsch. Unreal Engine. Haben wir da. Livelong Games. Livelongs. Warnung vor Fotosensibilität. Ja, okay, ja. Fotosensibilität. Kennen wir. Bitte passen Sie die Gamma-Einstellung an, bis das Gesicht gestaltet in der Türöffnung kaum sichtbar ist. Da ist ein Gesicht. Oh. Ich sehe es. Kaum sichtbar. Ist ein Horrorspiel oder was? Ja, für den Stream vielleicht mal ein bisschen. Ja, machen wir auf 10. Oha. Startsequenz. Spielen und nichts. Läuft's flüssig bei euch, Modi? Läuft's bei dir flüssig? Ist es zu sehen? Yeah, that's me, climbing over barbed wire. Game by Bob, der Shooter. I'm really not supposed Ach, to mit be deutschen here, but Untertiteln. I just couldn't stay away. You see that house there in the distance, that old farmhouse? They call it Bruegel. It's where my grandmother grew up. Sure, that was a long Was time noch ago and the world heißeste? has changed so much since then, but that Heißeste farmhouse, Fuchs. it pretty much stayed the Ja, same. Horror Maybe ist it was the Geschichte, time Zweite for Weltkrieg, das kann family. schon manchmal ziemlich viel Horror sein. Now, I really don't Zweite know any more Weltkriegsgeschichte, das details. kann schon I do know a lot of its stories. sehr schlimm sein für My manche grandmother, for Leute. sure, I did. Tales Etwas. of a time gone by that absolutely fascinated me all my life. So much even that this summer I decided to visit the Kann schon schlimm place sein. to take some pictures. Who knows? Maybe I could bring some of my grandmother's memories back to life. Aha, ich bin mal gespannt, worauf wir uns da eingelassen haben. Bei Bruegel. Im Spiel. Klick irgendwo hin, um fortzufahren. Und zwar hier. Okay, Intro neu abspielen, Einstellungen. Warum sollte ich das Intro? Okay. Fotos, Quests verlassen, neues Spiel. Dann würde ich mal sagen, starten wir doch ein neues Spiel. Warum nicht? WASD ist klar. Öffnen, schließen. Benutzen Telefon, okay. Ansehen. Shift ist Rennen, sehr schön. C ist Kriechen, alles klar. Verstanden. Spielsteuerung kapiert. Good thing that front door was unlocked. Let's take some pictures. Schau auf dein Handy, rechte Maustaste. Ah, das ist mein Handy. Ich bin aber nicht noch nicht die alte Frau im Zweiten Weltkrieg, oder? Weil die hat noch, der hat doch bestimmt im Zweiten Weltkrieg kein Handy gehabt. Finde die Gegenstände auf der Liste, öffne sie, um mehrere Informationen zu erhalten. Sobald du deinen Gegenstand findest, mach ein Bild von mit der Kamera. Okay. Schublade. Umfüllen mit Schubladen. Okay. Und das dann will er Verstehe. klar nur ne akquisieren. Eine kleine Und Erkundungstour. das echtes was da da mit mir gucken, ne? Und voll Wärme gibt ihn nicht auf. Das ist das, was hier, ja. Das, was da drin Ist steht. klar, weil da kommt Auf dann Deutsch. alles Können wir gleich hin, nochmal da vorlesen. müsst Wärme bleiben. Da, ich soll sagen, da in der Karte sind, da sind drinnen am Wärme. Welche Sprache ist denn Die das? hätten ein Mikro gehabt, aber du warst das auch nicht, ne? Klingt nach russischem Raum. Mama hier wird doch warm. Ukraine, so in dem Ukraine, Russland, so in dem im asiatischen Raum, so könnte Russland sein. Ich weiß es nicht. So richtig deutsch-russisch klang es nicht. Könnte. Ich fand den Ofen mit den Schubladen im Wohnzimmer. Früher nannten sie es einen Cuisiner. Was auf Französisch Koch bedeutet. Ich hörte mir die Audiodateien an und es scheint, dass die Schubladen verwendet wurden, um das Essen warm zu halten. Polnischer Bereich, okay.
Also ist ja ein bisschen, vielleicht eine gewagte Sache, aber vielleicht ist ja. Ich meine, die Sprache ist ein bisschen verwandt. Sprachen sind ja verwandt. Polnisch und Russisch so ein bisschen, vom Klangton zumindest. Du hast den ersten Gegenstand gefunden, also wurden Gegenstände hinzugefügt. Lese dieses Öffnen. Liste fotografieren. Okay. Liste. Elternschlafzimmer müssen wir suchen. Und wir sind jetzt hier der Kunde und müssen hier ein bisschen, müssen das Elternschlafzimmer fotografieren. Okay. Ah, verstehe. Jetzt haben wir die Kamera. So ein bisschen wie, wer ist das Spiel hier? Das Horrorspiel, was jetzt alle spielen. Wo du durch die Räume gehen kannst und alles fotografieren musst. Können wir das Handy auch einstecken? Ja, sehr gut. Das war da mal mit der. Das Horrorspiel, wo sind wir? Okay, die Tür ist fest verschlossen. Looks like the electricity is still working. Großer Geist, gib uns dein Zeichen. Genau das Spiel. Fällt der Name nicht gerade nicht ein. Das könnte das Elternschlafzimmer sein, oder? Das ist ein Kinderschlafzimmer. Das ist die Küche. When or did somebody just shut that door? Was haben wir hier für einen Raum? It looks like squatters have been living here or something. Okay, dann wird das wohl das Elternschlafzimmer sein. Phasmophobia, genau das meine ich. Das ist das Spiel, was ich meine. So mit dem Handy hat, das hat mich ein bisschen daran erinnert, weil dem Handy durch die Gegend läuft. So hier, Foto machen. I don't know. Elternschlafzimmer. I don't know. Nicht das Elternschlafzimmer. Okay, nicht das Elternschlafzimmer. Harte Kindheit. Okay, wir müssen ein Foto von einer harten Kindheit machen. Okay. Ein Fahrrad haben wir hier auf jeden Fall schon mal. Das können wir schon mal knipsen. Das Fahrrad. Can you call them me hoeren zoenen en ik zeg tegen onze paps, zeg maar, dan zou ik toch ook wel eens een velo willen, dan heb ik nog geen velo. Hoor ik toen, Die Untertitel werden jetzt nicht 16, vorlesen können, 17, aber 18. ihr Ja, könnt ja auch ich krijg lesen. een velo, Seid ja zum als Lesen je daar in der eens mee Lage. hoort. Zullen we wel zien. Allee, ik heb met onze paps dan een velo kopen. Dan word ik blij dat ze. Aber das kann ich vorlesen, was dort im Handy drin steht. Fahrrad. Ich bin mir nicht sicher, ob dies tatsächlich das Fahrrad ist, das Oma erwähnte. Aber es muss reichen. Okay, also das ist unsere Oma. Also wir sind der Enkel von der Oma. Wenn ich das richtig habe. Okay, jetzt haben wir hier ein paar falsche Bilder. Können wir die löschen? In der Regel kann man das löschen. Okay. Können wir hier nicht auf dem Handy. So, wie sieht's denn aus? Was müssen wir denn noch für die Liste suchen? So ein Spiel. Also wir brauchen harte Kindheit, wir brauchen einen Großvater. Bauernhofgemälde, das scheint es doch zu sein hier. Das ist doch hier. Das scheint das Bauernhofgemälde zu sein. Das ist es doch, was wir suchen. Ja, hier schön in. Oh, it's getting dark in here. I should turn off some lights. Ich Es wird bin geboren dunkel. Oh, auf der Schreck. Hof der Brücke. Jullie kennen dus dat de brug, als je zegt, oh die van de Gemälde von brug. Bunke. Ja, dat horen we wel. Nou ja, 1925 ben ik daar geboren. Okay. Ich fand ein Gemälde des Bauernhauses von Brücke. Anscheinend wurde das Bauernhaus vor dem 13. Jahrhundert erbaut und war ursprünglich von Mönchen bewohnt. Aha. Die Niederlassung von Mönchen. Okay, was müssen wir als nächstes gucken? Liste Elternschlafzimmer, harte Kindheit, Großvater. Großfamilie Bertha, Wäsche, Badezimmer.
Spielzeugkoch. Menschen müssen wir hier finden. Okay. Als Gemälde oder in echt? Wenn wir echten Menschen begegnen. Gibt es hier irgendwo Lichtschalter? Ja, da drüben. Sollte ich mal anmachen. Das Licht. Es wird langsam düster. Sehr schön. Sollen wir hiervon was fotografieren? Eltern, Schlafzimmer, Hart, Kindheit, Großfamilie, Luwainofen, was auch immer das ist, Wäsche, Badezimmer, Speckgrube, keine Elektrizität, Spielzeug, Koch. Ich hoffe, dass Koch nicht Küche heißt. Ist, glaube ich, ein bisschen schlecht übersetzt. Ja, weil keine Elektrizität, vielleicht auch ein bisschen was anderes heißt. Okay. Die haben was gekritzelt an der Wand. Was Licht anmachen. Ist das die harte Kindheit? Wissen wir, was es ist und was sehen? Das ist ein gruseliger Schatten. Das Zimmer hier sieht schon nach einem Spielzimmer aus. Und schon. Oma hatte eine sehr harte Kindheit. Das muss eine Art Referenz im Haus geben, um das zu symbolisieren. Ja, ihr Zimmer. Yeah, maybe take another picture. Okay, oder auch nicht. Gibt's auch kleine Hinweise dafür. Finden wir irgendwo eine zerbrochene Puppe oder so? Ein Symbol für die harte Kindheit. The sun's under already. I need more pictures, though. Oh, I don't know about that one. Okay. Oma hatte die verrücktesten Geschichten über das Schlafzimmer ihrer Eltern. Anscheinend schliefen sie unsere Art. Anscheinend schliefen sie unter einer Art Treppe. Ich frage mich wirklich, wo das sein könnte. Okay, unter der Treppe müssen wir mal nachgucken. Das Schlafzimmer. Das könnte passen. Wie Harry Potter. Oh, these old Unter der stairs Bitte. really aren't made for somebody my height. Unter der Treppe meine ich. Ja, dann ist das hier das Schlafzimmer der Eltern. Interessant. Elternschlafzimmer. Oh, I don't know about that one. Nicht? Aus einer anderen Perspektive vielleicht. Not blood on the table. Scheinbar nicht. Elternschlafzimmer ist es nicht. Die harte Kindheit ist auch nicht groß, war die Großfamilie, Bertha Lovain am Ofen. Fisch, Badezimmer, Speckgrube. Was ist die Speckgrube? Im Keller irgendwas. Als die Tiere schlachteten, lagerten sie das Fleisch in einer Art eingefetteten Ziegelkultur im Keller. Hoffentlich ist sie noch intakt. Ich freue mich nicht wirklich darauf, in den Keller zu gehen. Okay. Wir sind im Keller. Das vielleicht. Yeah, maybe take another picture. Okay, wir machen zu viele falsche Bilder. Können wir hier was untersuchen? Scheinbar nicht im Keller und scheinbar ist das auch nicht das Schlafzimmer der Eltern.
Okay. Und dann eine Treppe passt, aber es haut hin. Ui, hier wird's duster. Nein, nicht wieder an. Okay, wie kriegen wir das Licht an? Okay. Gibt es hier irgendwo eine Lampe, die wir nehmen können? Jetzt haben wir uns eingesperrt. Okay. Es könnte das Elternschlafzimmer sein. Speckgrube klingt köstlich. Schön Edelschimmel auf dem 80er Jahre Fleisch. Ja, ich glaube, der Chat funktioniert heute auch nicht. sieht zumindest aus auf meinem Kontrollbildschirm. Ja, verzeiht das, falls das der Chat und die Alerts nicht funktionieren. Das ist dann, sobald ich wieder in meiner Wohnung bin. Oder falls ich es jetzt hier eingerichtet kriege. Ist das vielleicht ein Foto von der schlechten Kindheit? Okay, das scheint man nicht. Scheint man auch zumindest nicht das Elternzimmer. Vom 15 Uhr gegen das Bärtewasser Eine bis 16. Großfamilie ist das. Alles klar. Also der Nähe war der Nase dann, aber dann der Junge mal wel als Mäschke. 15 und 16 Jahre. Ich muss dann 15 werden. Ich sagte in meinem letzten Schuljahr, was kann ich nicht mehr da tun. Was für ein tolles Bild. Die oberste Reihe muss Bertha, René und eine sehr junge Oma sein. Die erste Reihe ist wahrscheinlich Annie. Sarah, Martha und Maria und Simone. Ich sollte vielleicht überprüfen, ob mit Annie und Maria recht habe, weil ich mir bei ihnen nicht sicher bin. Okay. Okay, die Großfamilie haben wir. Speckgrube haben wir noch. Elternschlafzimmer, daraus werde ich auch nicht schlau. Wo das dann sein könnte. Okay. Eine Heizung. Lassen wir das Licht an. Bitte müssen wir noch mal rein. Haben wir hier noch eine Tür? Sieht so aus. Haben wir hier Licht? Das ist auch noch ein Schlafzimmer. Vielleicht können wir da mal ein Foto von machen. Okay. Beweisfotos sammeln. Wessen Raum ist das? Und ein Foto machen. Yeah, maybe take another picture. Okay, gehört nicht in die Liste. Die ist ziemlich düster. Hier ist Licht. Aha, okay. Haben wir ein paar, eine Art Altar mit Kerzen drauf und so. Hier haben wir einen Sattel. Könnte das die berühmte Speckgrube sein? Ich weiß es nicht. Fotografieren können wir es auf jeden Fall mal. Ein, Wenn das Wasch, das das Waschfass so die ist das. Bohren, ne? Die Bohren noch keine Trinken, ne? Und das Bett ging der Wasch halt ein Jupphagen, ne? Mal alle Betreuer, die gekocht natürlich. Mag ich sagen, da hatte wel ein Rapsal, toen der Nellan Trinken was. Ja, wo eine Verlossung was, da verrost. Das ist sowohl Volk. Okay, Waschfass. Oma erwähnte einen Waschfass mit einem Griff, mit dem sie Kleidung reinigten. Es muss Stunden gedauert haben, um deine Kleidung damit zu waschen. Okay, ja, Waschfass haben wir schon. Badezimmer haben wir auch.
Da müssen wir auch noch rein. Waren wir da nicht schon? Das Elternschlafzimmer habe ich auch noch nicht gefunden. Ist das vielleicht noch ein Foto wert? I don't know. Okay, scheinbar nicht. Was ist ein Weinofen? Noch ein Herz. Sie erwähnte etwas von einem rechteckigen Oberfläche. Oma dachte, das Bruder ihn mitgenommen hat, als gibt es vielleicht keinen im Haus. Okay, vielleicht unten in der Küche. Sieht mir doch nach einem Bett aus. Vielleicht können wir davon ein Foto machen. Vielleicht ist das wirklich das Elternschlafzimmer. Yeah, maybe take another picture. Schönes Bild, aber scheinbar nicht. I think that's Saint Dimpna. Aha. Yeah, if I remember correctly, she's Errungenschaftsreich the Saint reason of why the people Mentally. here would take in the mentally ill and care for them. Und die Just ihn. wish I had some audio of my grandmother talking about that. Okay. Jetzt haben wir was Bonusmäßiges freigeschaltet. Das könnte vielleicht für No Electricity stehen hier für keine Elektrizität. Haben es gleich in Engl ins Englische übersetzt. Sehr schön. I don't know. Nicht? Wir haben eine Gasnummer benutzt. Können wir die vielleicht mitnehmen? Können es an- und ausmachen. Okay. Weitere Hausdurchsuchung. Wenn wir mal rausgehen, bei Nacht, ohne Laterne nicht. Okay, in der Liste steht, Elternschlafzimmer, da steht, unter einer Art Treppe. Das ist nicht. Das ist der Keller wahrscheinlich. Den Versuch war es wert. Okay, hier haben wir noch irgendwie einen Raum, der unter einer Arzttreppe ist. Da können wir nicht rein. Da können wir es jetzt schon. Müssen wir einen Schlüssel finden. Okay. I need to take more pictures before I can head out. Tja. Hier können wir vielleicht noch durch. Hier haben wir nichts. Und da hinten haben wir was drin. Okay. Das ist leicht gruselig. Ist ein Lichtschalter. Wird mal hier ein Foto von machen. Graffiti might be amateurish, but I kind of like it. Vielleicht hier von dem hübschen. New York City hardcore. Yeah, graffiti might be amateurish, but I kind of like it. Okay. Das Muster Oh, die Krippe. an der Lungenstecke, und du was oder ihr Medikament, du was. Also tun die Medikamente Die Krippe alles stand drauf auf genommen. dem Einmal dann auch drei Zettel, Kinder in okay. der Fläche haben. Und das Monster, was hat der Kleinste in sich in der Fatür neben der Bett, war ein riesen Wasser gebildet, kann ich mir vorstellen, man kann nicht unterscheiden.
Also nie kann ich jungen gar nichts mehr von sehen. Und also Sally hat er geschrien und hat sie nicht gekannt. Also Sally war die Jüngste. Da war sie noch der nächste Baby. In ihrer Festhalle. Dieses gruselige alte Krippe ist ein großartiges Objekt, um auf Omas Kindheit hinzuweisen. Es ist erstaunlich, wie sie und ihre ältere Schwester Bertha damit endeten, ihre fünf jüngeren Geschwister aufzuziehen, als sie selbst noch Teenager waren. Okay. There's a lot of useful stuff still in here. Das Elternschlafzimmer haben wir immer noch nicht gefunden. Bertha. Das sind die Geschwister. Nur vielleicht ein Foto? Fotos von den. Von den Kindern. Hier noch was im großen Raum, was auf eine traurige Kindheit hindeutet. Das könnte der Ofen sein hier. Das könnte noch was bringen. Ja, der Lu war hier im Ofen. Sehr schön. Zitten, zo lang werp ik hem in een pot en dan je voeten kan opzetten. Maar de leuze die kan echt een plets verwerven, hè. Maar dat geen chauffeurs, hoor. Okay, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber es gibt tatsächlich noch ein Luwain-Herz in diesem Haus. Sowohl Oma erwähnte, dass ihr Bruder ihn mitgenommen hat. Er hat eine erstaunliche Form. Was für ein interessantes Objekt. Wir haben noch ein Bild von Jesus. Ein Jesus-Bild. Heiliges Herz. Es war so eine helle Karte. Alles allemal. Jeder Bauer hat da. Der Jostung da im Mitte von der Schei. Ja, eine helle Karte. Und dann zwei andere ist mit Kiesterin dann einfach. 6 Uhr war es da. Ein Bild des Heiligen Herzens. Oma hat immer noch einen Haufen ähnlicher religiöser Objekte in ihrem Haus. Ich frage mich manchmal, ob sie sich jemals über Mama aufgeregt hat, als ihre Enkelkinder aufhörten, in die Kirche zu gehen. Aha. Koch, Spielzeuge, keine Elektrizität, Speckgrube, Badezimmer, Waschfass. Und das Waschfass haben wir schon. Bertha und Großvater und Elternschlafzimmer müssen wir noch finden. Scheint ja hier das Kinderzimmer zu sein. Die Puppen haben nichts gemacht. Ah, die Puppe. Da hat eine Puppe drin oder hat das nicht. Das ist eine neue Sache, die wir dazu gefunden haben. Scheinbar haben wir eine neue Sache dazu gefunden, die nicht auf der Liste stand. Ich kenne als Bertha derfeitlich die Boerderij da. Ich, die Köken, altijd koken en eten maken. En zijde was de strijk, al dat er kwam bij zin. Maar alle dagen met 12 man, hè. Es scheint, dass sie einen Haufen Puppen im Bauernhaus von Bruke hatte. Aber sie waren nicht zum Spielen bestimmt. Sie waren nur da, um den schönsten Raum des Hauses zu dekorieren. Ehrlich gesagt finde ich sie nur unheimlich. Ah, okay. Puppe. Elektrizität. Okay, die Kindheit ist abgehauen. Das war wahrscheinlich das der Hinweis darauf. Okay, das Elternschlafzimmer haben wir noch nicht gefunden. Da ist die Treppe. Mit einem Reifenfotografieren, vielleicht bringt das auch noch irgendwas. Oder nicht. Gemälde müssen wir noch suchen nach Großvater, Bertha. Und dem Koch. Ja, und wo Gemälde rumliegen. Habe ich da schon ein Foto gemacht von der Liegeecke? I don't know about that one. Okay.
Okay. In der Ecke noch was. Schrank haben wir noch nicht aufgemacht. Können wir auch nicht. Dach ist noch nicht gewonnen. Tür ist immer noch fest verschlossen. Müssen wir einen Raum im Dunkeln fotografieren. Um keine Elektrizität zu bekommen. Hier ist noch ein Gemälde. Scheint doch jemand zu sein. Jafka. Chef, 40 Jahre. En dat waren heel erg mensen. Hè. En onze paps had dat horen zeggen. En dan zei ik, zou ik die wel kunnen gebruiken bij mij? Bild von Jefka. Dies könnte ein Bild des berühmten Jefka sein, einer der Knechte, die sie früher hatten. Dieser schnurrbärtige Mann scheint auf die Beschreibung zu passen, die ich für den Kerl bekommen habe. With any luck, I'm gonna complete my entire list. Okay. Großvater und Bertha und den Koch müssen wir noch finden. Von Menschen her. Schlafzimmer der Eltern? Nee, das haben wir schon fotografiert. Ist es nicht. Können wir hier noch was fotografieren? Ist das die Speckkrumme? Wäre doch möglich. Scheinbar nicht. Ist das die Speckkrumme? Ein Stand und so, das war Stan. mit Boden. Da war so Okay. ein Ding, die alte Rund, die ging mit Stroh. Der Stand. Und das dann. Ich denke, dass dieses Objekt das ist, was Gwen als Butter Stan bezeichnete. Es ist ein großes Fass mit einem Griff, aus dem sie Butter machten. Ich habe wirklich nicht erwartet, dass es noch hier ist. Ich bin froh, dass es so ist. Okay, Stan haben wir hier. Ach, das, ne, die Speckgruppe ist noch da. Badezimmer. Das ist bestimmt oben. Hier vielleicht mit mal direkt drauf Alright, fotografieren. that should do it. Let's get out of here and make do it what I have. Okay, nicht. Hier noch was. Oh, look, it's a coffee grinder. I used to play with one of these when I was a kid. Tür ist verschlossen. Why are all these doors locked all of a sudden? Sind wir eigentlich gerade eben noch durch? Sind gerade hochgekommen und haben das doch noch nicht vorhin hochgegangen und das. Okay, verstehe nicht. Das ist jetzt gruselig. Das Was Waschbecken, okay. sagen wir, ob wir kleine Stuhl, eine große Runde Bassin, und dann füllen wir wieder ein Wasser, und dann habe ich auf so eine Reihe, hier im Da war dann alle Tag wurde bezig mit dem Jungen. Ja. Das ist dann mehr meine Schwestern, die füllen das Geld an, das habe ich keine Mutter mehr. Da kann ich als Bertha wohnen, als Bertha sicher. Sie benutzten damals Waschbecken, um sich zu waschen.
Es muss eine Menge Arbeit gewesen sein, all die Leute ohne Duschen sauber zu machen. Okay. Dann fehlen uns noch Koch, Elektrizität, Speckgrube, Bertha, Großvater und das Elternschlafzimmer. Warum können wir hier auf einmal nicht rein? Das ist doch das Gruselige hier. Hat jemand die Tür zugemacht? Wir sind nicht alleine. Ist die Tür auf einmal offen? Na Whoa, klar doch. isn't that door supposed to be locked? Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Es ist ein bisschen eher. Die Tür war doch die ganze Zeit zu. Aber das Schlafzimmer ist das auch nicht. Okay, hier ist eine Treppe. Attentivlüsten, okay. Hier haben wir noch ein Waschbecken. Sollen wir das noch fotografieren? Water pump looks exactly like the one that we had at my parents' house. Graveyard Shift. Okay. Das Elternschlafzimmer ist das trotzdem nicht. Ja, mein Laptop stöhnt ein bisschen laut. Hätte sein können, dass das für irgendwas Nützliches. Hier mal nicht. Ach du Schreck! Großer Gott! Oder was? Nach 7 Uhr. Jumpscare. In der Nähe von der Kolonie, das ist der nächste. Die muss halt die Hilfe und Melke tragen. Die siehst du in einer Kier. Nasenriete sind sie sieben. Da kommen alle Go. What audio was that? I don't remember recording that. Aha, okay. Bin ich kaputt. Sehr schön. Ja. Das zum Thema Horrorfilm. Sind die im Eimer? Sind wir jetzt hier irgendwo ein Foto von Kinderelektrizität machen? Die Milch tragen soll ich. Aha, okay. Ah. What the fuck? Was ist denn jetzt passiert? Es entwickelt sich zum Horrorfilm. Meine Fresse. Am Anfang war das Spiel ein Wimmelbild-Zugspiel mit dem mit der Handykamera durch die Gegend laufen und ach du Schreck. Hau doch ab hier. Mach die Tür zu. Was passiert denn hier? Kapitel 3 Kartoffeln und Zwiebeln. Meine Fresse. Meter gebriert. So feindlich begreift. Sein ist immer noch kaputt. War russisch Gras. Und ob da kein Tor ist, die da bleiben, ne? Was sind wir tun? Aus Schür in Brand geschoten? Ich hasse dieses Spiel. Ich mag keine Jumpscares. Handy kaputt. Hauptsache Horror in Anführungszeichen geschrieben. Ist ja wohl der extremste Horror hier. Ich
Ich wüsste nicht, was mehr Horror sein könnte. Schlimmster Horror. Jumpscares und so. Wenn Gemeiner der geht's gar Bogen bei nicht. uns da liegen geflogen, ne? Dann das auf die, damit eine Frau überschritt. Und ihre packte bei mir meine Nerven und die sagt, komm muss ich mit. Glaube, die Gardinen aufzumachen war keine gute Idee. Ich müsste mich haben, ne? Eine See Kartoffel und Zwiebel. Boah, Zwiebel wüsste ich nicht, was das da war, ne? Und da war sie hart. Boah, Kartoffel, da wüsste ich ja, wo die Patate. Zwiebel, alte Kartoffel. Die Johann küsse und packe das mit den Kartoffeln. Nur 12 Mann. Verzeihung. Nur 12 Mann. Genossen. Ja, ich packte die, ne? Und der Panko voll. Hat das Handy jetzt noch irgendeinen Nutzen? Wenn ja, welchen? Okay. Müsste ich es auf Tafel setzen? Was sehe ich? Ich sehe die gekorierte Soldaten. Und da was die da gesehen, hä? Okay, das Feuer brennt, da sitzen Soldat. Game over. Okay. Obwohl sie mit einer Waffe bedroht wurde, hat B dem Soldaten Zwiebeln und Kartoffeln serviert. Du hast dich entschieden, den Soldaten mit deiner Bratpfanne anzugreifen. Soldat flucht, zieht seine Waffe und erschießt dich. Du brichst auf dem Boden zusammen und verblutest. Nochmal versuchen. Ich wollte ihm was zu essen servieren. Ich wollte ihm, das ist jetzt. Es war gar nicht. Nochmal hier. Okay. Da kommen bei uns alle geflogen, ne? Dann das auf die, damit eine Ich Frau wollte ihm was zu überschritt. essen geben. Ich wollte ihm Und hier. ihre Der packte saß bei mir hungrig am meine Tisch. Nerven in die Sicht, komm muss ich mit. Für den Donny bei der Pfanne erschlagen. Ich müsste mich haben, ne? Eine See Kartoffel und Zwiebel. Boah, Zwiebel wüsste ich nicht, was das da Der war, ne? Dialog in der Übersetzung ist ein bisschen Boah, bisschen Kartoffel, da seltsam. wüsste ich ja, wo die Patate. Ich wusste nicht, was er Zwiebel, meinte, aber vielleicht meint er alte Zwiebeln. Kartoffel. Der Johann küsse und backe das mit den Kartoffeln. Nur 12 Mann. Nur 12 Mann. Okay. Ah, das ist der Koch. Ich Das ist die packte Pfanne. die, ne? Und der Pan grew voll. Okay. Diesmal dem Soldaten nicht die Pfanne überziehen. Müsste ich es auf Tafel setzen? Was sehe ich? Ich sehe die gekorierte Soldaten. Und da was die da gesehen, hä? Hier, auf den Tisch stellen. Pfanne auf den Tisch stellen. Der fährt die Jürgen um. Alleen. Sag, würde ich das annehmen? Das ist echt gebürt, hä? Okay. Wo können wir jetzt durch? Good. That's a door came in through. Let's get out of here. Funktioniert das Handy wieder? Ne, das funktioniert noch nicht. Get out of here. Get out. Das Fenster. Türen sind verschlossen. What the? Ah, hier können wir raus oder rein.
Eine Art Keller. Mehr Jumpscares. Kapitel 4, die Kellerkinder. Okay. Das Handy ist immer noch kaputt. Alles klar. Was mache ich hier? Wahrscheinlich nicht zu dicht an die Wand gehen. Dann gehe ich drauf. Sorry. Trink mal einen Schluck. Wir sitzen im Osten. Okay, hier haben wir Kerzen. Was tun wir hier? Es wird rauskommen. Sonst werde ich hier Game Over. Jetzt will ich noch sterben. Okay. Ideen, wie ich das anstelle. Mein Husten ist sehr authentisch. Trotzdem. Roleplay. Und ich drehe die Tür auf, sag ich. Kijk ik als thuis en ik zeg, Engels, we zitten bij de groene in de kaart. Geef ons eerst de tosses en justie. Het zijn het Engelsen. Ik heb het goed gezien, allemaal kijk ik als thuis. Ja, zeg, maak dat gerust niet, zeg ze, en doe de deur terug dicht. De Engländer. Okay, wir gehen wieder rein und schließen die Tür. Stecken wir hier noch drin. In der Puppe. In der gruselige Puppe. Noch mehr Puppen. Na toll. Wasser. Okay. Ik ben zo te 5 minuten erin. Ging de deur open. Aha. Ik zie op wat daarin gaan zouden. Twee Engelsen en nog een ander. En die Engelsen, hè, die smeerden chocolade. Chocolade. Genau, was die jetzt brauchen. Ja. Genau das, was Kriegsversehrte brauchen. Kapitel 5. Geschichten von der Front. Na toll. MH. M3HL. Okay. Was ist M3HL? Ist das immer noch dasselbe Haus oder? Nee, das sind wir schon woanders. Sieht nach was anderem aus. Ach so, das ist der Raum mit dem. Das Kinderzimmer-Ding. Ein gedeckter Essenstisch. Kann man davon was anfassen?
Könnte das hier MA3L sein? Zoom. Das ist Schokolade. Und dann bleibt doch hier. Rationsschokolade. Okay, M3HL ist das nicht. Flur. Okay. Forschungsnotizen. Okay. Das nicht. Was ist das, was wir fotografieren müssen? Mehl. M3HL. Mehl. Natürlich. Ich glaube, unser Handy ist kaputt. Ich, Uhr, will 5 Fotograf trinken. Und da war Westmeister Kreuzgabel. Aha. Nö, plus 0 MT M4TN. Was könnte nö das, was könnte das dann? A könnte ein A sein, Maten. Tomaten könnte es eventuell bedeuten. Tomaten. En als jong weet wat die idee maar de boven tomaten liggen, hè? Dat is niet kapot. Die willen de tomaten wat dingen, ze daar alles ze geven, hè? Voor het eten, hè? En kregen zelfs chocolade. Dan moesten ze daarmee lachen, moesten ze daar geen tomaten zonder. En melk ook, en dat dronken ze opgeven, hè? En ja, vis van de keuken. 40, 5, ich, deine Soldaten, lebte Streichhölzer im... der Luwain-Ofen mit. Ah, okay, ja, das ist nicht hilfreich. Briefumschlag könnte es heißen. Briefumschlag. Wo liegt hier ein Briefumschlag? Vor der Tür? Oha, tatsächlich ein Briefumschlag. In der Paddy, da kamen er Engelse Flieger, ja, wie Hunderten, hè? In der Paddy zei: Oh, mein Bruder, mein Bruder. Had twee Brüder, die Pilot waren. En ihr Zuster van hem was gestorven onder den Oorlog in Engeland, hè? Pferd, Krankenhaus, 9 Stall für 4 Hausjahre. Ah, okay. Jetzt haben wir hier ich. Okay. Milch könnte es heißen. Milch. Puh.
Jetzt mal hier ran. Ist nicht die Milch? Ne, die Milch liegt dort in der Pfanne. Das könnte die Milch sein. Milchschüssel. Und wir wollen Milch trinken, ne? Und die Dörst, die Schote, durch die Tür, durch die Kastrol und so durch die Kass. Und Milch alle über die Tafel. Von CT-Konten-Fahrrad Milchpuppen, RDA, nicht Pflaster retten. Aha, okay. Na toll, was eine Schweinerei hier. Das könnte für Whisky stehen. Das WH Whisky. Whisky. In der Kanne hier vielleicht. Ne, hier. Hinterm Bett. Da waren wir schon mal. Du nimmst Engelsen bei uns noch gesehen, ne? Ich Messer, aber ich Schlachtfeld werde bei Bettteppich nicht retten, nicht Schrank retten. Okay. En ik vlieg zo heen en ik zeg, zeg jij nou zot om te doen of wat is dat? Ik zeg, nou zitten we wel hier met niks aan zat te venten. Ik zeg, wat kan hier gebeuren? Wat? No! Aha. Ach du Schreck. Kapitel 6, der englische Offizier. Und das Handy ist wieder komplett kaputt. Okay, müssen wir wieder umherlaufen. Und Sachen anschauen. Vielleicht mal durch die Tür kommen. Okay, das ist ein Lichtschein. Da können wir nicht durch. Sachen anfassen. Hier war noch eine Tür. Okay. Hier hindurch. Okay. Dunkelheit. Aha. That's my grandfather in his flat cap. What is going on here? Jumpscare incoming. Mit Ansage und dann erschrecke ich mich. Hier. Okay, was können wir hier tun? Die Waffe aufheben. Voordat hij boven ging, deed hij zijn revolver af en likte de mop en dan liet zien dat hem geloofd was. Anders, hè? Maar alleen was we bijna op de grond, voor de kast, ik weet nog goed. Oké. Okay. Als we het aan ons nemen, dan zijn we dood. Oh nee. Het huis brandt. Dann habe ich schon Feuer gesehen. Also Simme, sei da liegen, ne? Und die Dame mit der Fuß, die Revolver unter der Kasse. Okay, die Tür. Können wir ihn durch? Ja, können wir. Okay. Ah! Meine Fresse. Mein Herz.
Das Gemälde. Können wir hier uns irgendwas anschauen? Und was mitnehmen? Uns erstmal setzen. Oder wieder runter. Jesus sagt, das ist wie ein Benier, so ein Revolver, ein Mistedier. Und Okay. dann so sehen wir, wie es. Alles klar. Was machen wir jetzt? Raus hier. Türen sind verschlossen. Die Waffe greifen. Er packt den Revolver he, und er geht zurück oben, nimmt den Revolver. Und als eine Frau, he, ja, ich verrate mich als eine Frau. Ihr geht sehen. He. Okay. Vorsichtig. Und ich sehe noch still, ich habe noch so gesehen, bleibt da weg. Die Offizier schaut das Zell fast und dann setzt er die Revolver auf unser falsche Bastion. Und will er rief durch die Fenster boven. Der Offizier will schieten. Paddy. Schiet je Grootvader niet dood. En direct worden die binnen, joh. En die vlogen naar boven en die scharen hem vast, hè. En we zeggen dat, ja, onze vrouw kan niks meer zeggen. Zo plieg als een lijk. Die was in shock. Zeg, die is echt aan de dood ontsnapt. Okay, wir waren gerade ihm gegenüber. Also, spielen den Soldaten oder was? Wir hätten jetzt die Möglichkeit gehabt, ihn zu erschießen oder wie? Wenn sie gedrückt hätten. Okay, die Tür ist auch noch nicht Und öffnenbar. altijd kwamen die neffen als die kolonieën. En dan zongen die ontweer varen. Tegen Engeland. Dat ken ik nog goed zo. Okay. Radio. En toen was. Toen is dat het vechten gaan beginnen, hè? Kapitel 7 unserer Akt der Reue. Aha, okay. Sieh, so will lieben wir aber zwischen da. Ach du Schreck. Ich weiß nicht, dass ihr das tut, ne? Ihr tut das, aber ihr beseft es nicht. Weil wir sind al Uhren in so ein Schieten. So, als ihr gewillt seid, dann ist es durchgeschieden. Dann kommt echt wieder ein Game Over. Sollte vielleicht mal rennen. Game over. 1944 rannten Bee und ihre Schwestern durch das Kreuzfeuer. Vielleicht haben die Soldaten absichtlich versucht, sie nicht zu treffen. Aber sie hatten wahrscheinlich alle nur sehr viel Glück gehabt. Du jedoch hattest nicht Glück gehabt. Du hast den Stall nicht rechtzeitig erreicht und wurdest erschossen. Noch einmal versuchen. Ja. Zum Stall ran. Darüber. Hier hinein. Na komm. Bin noch hier. Hier durch. Wie denn? Hinein. Okay. Versuchen mal einen Weg zu finden. Scheiße.
kunnen ze verschieten. Ze, allee, als ze gewild hadden, ze kunnen doodschieten. Dan zal men hier een weg durch die Minen finden. Rein hier. Sehr schön. Hij wil ze rap, rap, he, want die eerste Duitsen, he, moeten helemaal gewoon rap in de perenstal liggen op die matras. Oké, we hebben ze überlebt. Want dan, he, want ze zullen al in de kotters gezeten hebben, hè. Dan vlogen ze direct in, hè. En willen de perenstal in, hè, die matrassen. Unter die Matratzen. Na, beginnen ze gewoon te schieten, hè, jong. Van haar weet ik bang zijn. En dan gingen die kogels, hè. Die was mogelijk. Dat hier de schoppen was van onder kogels. En dan lopen we wat onder. En toen hebben we gezien, maar lezen dan zak van berouw, waarna moeten we staan. En dan hebben ze als schuur in brand geschoten. Dat chef kan je dat gezien. Ach, verschrikkelijk. Recht naar de vorst van de schuur. En dat zat gewoon. Oh, moet niet rein. Natuurlijk, die branden gelijk. Gelijk de ketteren branden die op. Hè. Alles dat er is toen. Er zat nog een verken in met klein dorp en zo. Al de machinerij, de dustmul. Alles. Und jetzt raus hier. Die smerige Glutsäcke haben alles vernichtet. Komm. Aber wo, wie? Durch die Tür. Versuche gar nicht zu verbrennen. Durch die Tür hinein. Ja, mit Mami. Was gehört? Oh, du warst mal 29 Jahre. Okay, tiefer hinein ist nicht eine gute Idee. Ich habe sie alle gegen mich, der Doktor. Als Bertha da gekriegt, ich habe das gekriegt. In die Schule. Oh. Okay. What is failing? Game over oder was? Angriff freigeschaltet, Survivor. Wir haben es überlebt. Was da scheint raus? Oder was? Mhm. Zwischensequenz. Und Endsequenz. As I left the farmhouse, I try to make sense of it all. Were the events that happened to me that night real? Or just some bad dream. Honestly, I don't think it really matters. What matters is that we will never forget. All these stories took place such a long time ago, and they've become easy to forget, as if nothing ever happened. The real Bruegel farmhouse, well, it has long been renovated. A new coat of paint covers up everything and makes it hard to imagine for people like me. You see, my generation never knew any real terror. We never went long without food, water, without air. We never saw our loved ones taken away, uncertain if you would ever see them again. We never saw people slaughtering each other in our backyards for the benefit of warmongering politicians. But I do know people who have. My grandmother and pretty much everyone she knew when she was just a teenage girl. She never really had any say in how her life would unfold, and each of the stories in this game really happened to her. Her childhood home is forever tainted, and no amount of pain can change that. Okay. Haben wir das Spiel durchgespielt. Nach einer wahren Begebenheit. Und zwar richtig. Nicht so, wie man es aus dem Film kennt. Nach einer wahren Begebenheit steht dann dran und dann wird ein Fliegenfuß durch die Gegend. Ja, ja. Hier wirklich nach einer echten Begebenheit. Ja, beeindruckende Geschichte. Muss man schon sagen.
natürlich ist das ja Horror. Insofern ist es die damalige Zeit war Horror. Das ist, ja. Danke, dass du Buch gespielt hast. Du hast entdeckt 47% seiner Erinnerungen. Okay. Ich hätte auch besser sein können. Das ist die. Die Oma. Ja. Eine von vielen Geschichten aus der damaligen Zeit. Tja. Was soll man dazu noch sagen? Da mich nach oben sollte sich irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Das nächste Walkthrough Let's Test oder so. Ja, ist jetzt irgendwie in gewisser Weise ein Let's Test gewesen. Ich werde es wahrscheinlich komplett hochladen. In einem Stück. Ja. Habt ihr trotz dieser traurigen und beeindruckenden Geschichte jetzt hier noch ein. Das war sie. Traurig und bedrückend. Irgendwie schon. Aber trotzdem noch einen guten Tag und angenehmen Tag. Und ja, man sieht sich im nächsten Let's Test wieder. Im nächsten Part, im nächsten Video. Ja. Schaut auf Twitch vorbei. Und ja, haut rein.